gespannt. Und Jörn, den Jan kennengelernt schon, die anderen kennengelernt schon, der weiß so weiter. Jetzt lacht er wenigstens. Ist das schon mal gut? Ja? Das hat das noch gar nicht, weil ich denke, dass so ganz schön und momentan fange ich mit dir an, tolle muss ich dich schneiden oder hast du schon verstanden? Wolfgang, hast du jetzt? Nee, ja, verstanden. Sehr glücklich gerade. Ja, heute war es vielleicht nicht das beste Spiel, deswegen ist die Freude gerade nicht so groß, aber in den Titel ist natürlich sehr, sehr große Freude und sehr glücklich. Und gestern, das war ein Winterspiel, also alle haben heute noch drüber gesprochen. Ja, gestern ist gut. Am dritten Satz fast ein bisschen verloren in den Anschluss und dann haben wir es sehr gut gemacht und gut gekämpft. Gut gespielt. Ja, ein paar hat mir vorher noch verraten, ich habe noch ein bisschen Video geschaut und habe noch ein bisschen, weil ich gut vorbereitet habe, ein bisschen geflunkert. Oder hat das tatsächlich so ein bisschen angegangen? Nur ein bisschen Video von gestern nochmal genießen, was wir da am Ende dann gemacht haben. Aber jetzt kein Video von dem Video, das war. Also, Inspiration einfach nochmal geholt, ich weiß einfach, super toll war. Du bist ja immer so etwas, der Norddeutsche halt. Wie fühlt sich das an? Wir haben ja schon oft nah dran. Und jetzt tatsächlich hier auf dem Center Court versucht, den heute deutschen Meister zu werden. Beschreiben. Ja, ist absolut geil. So oft, so kurz davor gescheitert, deswegen, dass es jetzt endlich lang gereicht hat, ist super. Meine Damen und Herren, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das Leckerbissen war, da kommen die beiden aber gar nicht für. Sie sind tolle deutsche Meister, Herren Doppel. Jan Kollenfelder